Ja, ihr seht, ich bin schon mittendrin. Mittendrin im nächsten Quickjob und herzlich willkommen bei My Bonsai & Koi. Ja, was steht heute an bei einem schnellen Video über die Bearbeitung eines Baumes? Es geht um die Eibe. Die Eibe hat ihr eigenes Video unter 2020-19 Taxus Baccata. Krasse Schnitte für ein neues Styling hieß das, glaube ich. Und ich hatte ja damals schon angekündigt, ich werde mich im Laufe des Jahres nochmal um das Totholz kümmern. Wir haben jetzt November 2020 und ja, die kalte Jahreszeit steht an. Der Baum wird natürlich im Freien überwintern. Und deswegen dachte ich mir, komm, wir gehen nochmal ins Totholz ran und geben da noch eine schöne Schicht Yin-Mittel drauf. Und ja, da will ich euch dran teilhaben lassen. Ihr habt gesehen, ich fange schon an, so ein klein wenig Vorputzarbeiten zu machen, weil natürlich will man den ganzen Dreck nicht unter dem Yin-Mittel haben. Ich werde mich nachher hier um die Partien kümmern. Ich werde auch hier oben nochmal diese abgebrochenen Äste ein bisschen besser gestalten. Dann kommt natürlich Yin-Mittel drauf. Ich habe mich jetzt für die Mischung 1 zu 5 oder 5 zu 1, 5 mal Wasser, einmal Yin-Mittel entschieden. Wie ihr seht, habe ich inzwischen auch größere Behältnisse mit den jeweiligen Mischungen. Ja, dann haben wir hier unten noch so ein bisschen Moos. Das werde ich auch einen Teil entfernen, wobei so in manchen Bereichen will ich es auch dran lassen, weil es einfach, finde ich, zu dem Baum super gut passt. Die Drähte habe ich schon entfernt und wie ihr seht, er steht relativ stabil. Da wollen wir dann vielleicht im Frühjahr nochmal rangehen. Ein klein wenig will ich auch zurückschneiden und ach, was laber ich so viel, es soll ein Quickjob werden. Fangen wir einfach an mit der Bearbeitung. Thank you.
Ja, ich kürze gerade noch ein bisschen die Spitzen sozusagen. Und ja, das war der Quickjob. Ja, es ist ein Unterschied, ob man an dem wirklich toten Holz ein bisschen probiert oder ob man am, naja, sagen wir es mal, zumindest großteils noch lebenden Objekt arbeitet. Und ihr habt doch gesehen, ich habe mir so ein paar in den letzten Wochen so Werkzeuge für die Totholzbearbeitung zugelegt. Deren Umgang muss ich echt noch üben. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Insgesamt bin ich aber doch jetzt nicht ganz unzufrieden und ich würde aber vorschlagen, das normale Abschlussbild von der Bearbeitung, dafür lasse ich die Eibe jetzt erstmal noch 2 Tage stehen, lasse das Yin-Mittel einfach mal eintrocknen, weil ich glaube, dann ist der Anblick repräsentativer und dann stinkt das Ding auch nicht mehr so. Ihr könnt mir glauben, das Yin-Mittel, früher gab es für Fasching immer so Stinkbomben, genauso stinkt das Zeug. Ich glaube, das war damals Yin-Mittel. Ja, das war der Quickjob. Ich hoffe, ich bin wieder im Rahmen einigermaßen geblieben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und natürlich geht es mit der Eibe irgendwann auch mal weiter. Und natürlich geht es ganz sicher demnächst wieder weiter mit My Bonsai & Koi. Vielen Dank. Lasst mir gerne einen Daumen da. Wir sehen uns. Ciao, ciao.